Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, und wir sind ja hier bei unserem La Maison Derrière Part 4 angekommen, der letzte Part, wo wir natürlich die Haustür machen. Heute in der Folge spreche ich auch mit dir über die Folge an sich, was so wirklich mit diesem Haus passiert ist, was in den Räumlichkeiten da so abgegangen ist. Da werde ich dir auch immer ein paar Bilder einblenden von der Folge. Also wenn du jetzt nicht unbedingt zu doll gespoilert werden möchtest, auch mit dem Ende der Folge, dann guck dir die Folge an. Habe ich ja alles angesprochen im ersten Part von unserem La Maison Derrière. Das verlinke ich dir natürlich einmal unten in der Videobeschreibung. Kommst du hin, um das Ganze dir zu bauen und auch um die Folge dir dann anzuschauen. Und aber ansonsten wird jetzt hier ein bisschen gespoilert und ein bisschen erzählt, was so in der Folge passiert ist. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal an, bevor wir überhaupt richtig loslegen mit dem Reingehen und so, was ich draußen verändert habe bei dem Gebäude und was ich dazu gebaut habe. Und kommen wir erstmal auf die Vorderseite zu. Ich habe jetzt vorne noch ein bisschen Dekorationen hingepackt, wie es auch beim Original ist. Ich glaube, so eine Bauanleitung dazu braucht man nicht unbedingt, weil ich sage mal, das ist relativ klein und einfach gehalten. Beim Anschauen kann man, glaube ich, sich denken, wie man das Ganze sich in Minecraft auch so hinbauen kann. Und wir fangen erstmal an, würde ich mal sagen, wie man zum Gebäude an sich hinkommt. Da ist ja an sich ja von unserem Tor aus, was ja relativ schlicht gehalten wurde, ne? Mit unseren paar Wasserspeiern vorne drauf, dann geht es halt so eine gerade nach hinten weg. Dann kommt ja so ein Kreis und dann verbindet sich das Ganze ja schon mit unserem Haus. Und beim Kreis ist an sich noch ein paar Blumenkästen jeweils hin platziert worden. Ich habe jetzt gezählt 6 Stück an sich, ne? 3 auf jeder Seite kann man sich hier so in der Kreisform so ein bisschen platzieren. Relativ einfach gehalten, ein bisschen Gebüschzeug ran. Unten das Ganze mit den Kästen habe ich dann mit den neuen Falltüren gemacht und fertig war das Ganze. Auf der, sagen wir auf den 2 Grünflächen, die wir vor unserem Haus haben, haben wir auf der linken Seite, an sich habe ich erkannt, so ein kleines Podest, wo so ein Blumentopf drauf stand, in so einer Steinvase. Jetzt haben wir natürlich in Minecraft keine Steinvasen, da kann man denn, sage ich mal, einfach mal, habe ich jetzt natürlich Steinmauer genommen, das Ganze mit ein bisschen Grünzeug drauf. Unten war, habe ich gesehen, wurde noch so ein kleines Beet ringsrum gepflanzt, so eine Kreisform. Kann man natürlich mit ein paar bunten Blümchen noch dekorieren, sage ich mal so. Und fertig ist das Ganze. Ja, auf der anderen Seite habe ich einfach einen Brunnen hingezaubert, sah man auch auf dem Bild halt einen Brunnen. Ich habe, glaube ich, in der Folge nicht so ganz erkannt, ob das jetzt genutzt wurde, um Blumen drin zu pflanzen, also als, sag ich mal, Blumenvase, sag ich mal, verwendet worden, oder ob das Ganze mit Wasser gefüllt war. Ich habe jetzt an mir gedacht, hey, das Minecraft-Wasser-Update war ja vor nicht allzu langer Zeit und da kann man natürlich jetzt auf Stufen und Treppen Wasser richtig gut platzieren und da habe ich das Ganze einfach mal mit Wasser befüllt. Aber man kann ja, sag ich mal, seine eigene Version bauen. Vielleicht machst du da auch so ein kleines Blumenbeet rein, ne? Also wie du halt das Ganze dir machen möchtest. So, am Gebäude an sich habe ich noch ein bisschen Grünzeug platziert. Du siehst es schon unten überall, so ein paar Gebüsche hin, dass, sage ich mal, das Ganze nicht mehr so kahl unten ist. Und dann habe ich das Ganze mit noch so ein paar einzelnen kleinen Nadeltannenbäume oder so da platziert, was dann auch wirklich da auch dran ist. Man kann jetzt die Menge und so, sag ich mal, sich ein bisschen selber gestalten. Ich habe jetzt mich zum Original ein bisschen dran gehalten, habe ich halt gesehen, dass auf der Vorderseite so jeweils auf jeder Seite 3 Nadelbäume waren und das Rest war so eine kleine Hecke. Davor immer noch so ein bisschen Gras platziert an den Seiten. Sag ich mal, wenn man sich jetzt hier so einen Baum pflanzt, kann man auch mehrere pflanzen. Ich habe jetzt hier auf der einen Seite nur einen gemacht, weil ich nur einen jetzt gemacht habe. Ja, aber kommen wir jetzt auf die rechte Seite bei unserem Haus. Haben wir natürlich jetzt hier diese glatte Fassade. Da haben wir natürlich jetzt keine Fenster, sonstige Sachen gebaut. Jetzt im Nachhinein habe ich da auch nichts mehr rangebaut. In der Folge sah man da auch nichts. Auch bei der Spiele-App hat man auf dieser Seite keine Sicht gehabt, also keinen Bezug, was da ist. Da sage ich einfach mal, wenn ihr immer solche Flächen habt oder so, setzt da ein paar Bäume hin oder macht noch so ein paar Fake-Fenster rein oder wie auch immer. Aber Hauptsache ist das nicht komplett glatt. Weil wenn das immer komplett glatt ist, dann sieht das immer hässlich aus. Dann muss man das irgendwie immer verstecken, finde ich. Und da hilft das meistens, wenn man so einen kleinen Baum platziert. Man kann natürlich auch größere Bäume machen, aber ich wollte jetzt hier nicht so unbedingt übertreiben. Von daher, einer passt, der zieht dann so ein bisschen die Sicht darauf und dann lenkt das Ganze von der geraden Fläche ab. Ja, hier auch natürlich die Hecke weitergezogen, so ein paar Büsche hin, ne? Und dann sind wir schon auf der Rückseite, zum Garten komme ich gleich. Ja, auf der Rückseite, wie gesagt, habe ich ja ein paar Mal gesagt, ich wollte mir hier hinten noch alles noch so freilassen. Da hatte ich ja, sag ich mal, diese Fläche und diese Fläche komplett glatt gelassen, ne? Da haben wir ja keine Fenster eingemacht. Da habe ich jetzt natürlich mir ein bisschen was überlegt, wie das Ganze sein muss. Von der Innenrichtung und so habe ich dann gesagt, okay, ich mache jetzt doch keinen Anbau, wie ich erst gesagt habe, ich mache einen Anbau, weil das hat mir innen drin dann doch nicht so ganz gefallen, wie die Räumlichkeiten innen drin waren. Da musste ich das Ganze ein bisschen anpassen, weil oben wollte ich es natürlich auch noch einrichten. Und da habe ich dann gesagt, okay,
dann mache ich oben ein paar kleine Fenster hin, unten die großen Fenster wie auf der Vorderfront oder halt auf der Rückseite, wie wir es da schon gemacht haben, habe ich jetzt hier auch nochmal gemacht. Von daher finde ich das eigentlich relativ gut, also wenn du dir das Ganze natürlich auch einrichten möchtest, kannst du die gleichen Fenster nehmen, die wir jetzt, sage ich mal, schon überall platziert haben. Ich sag mal, von der Maße her, wie du dir das Ganze platzierst, musst du immer selber gucken, wie du es dir innen drin einrichtest. Wie gesagt, ich habe mir das jetzt angepasst, wie ich es mir eingerichtet habe. Also ich habe es erst eingerichtet und dann habe ich die Fenster im Nachhinein reingebaut, damit das Ganze auch passt, ne? Oder so ein bisschen darauf geachtet, dass das Ganze passt. Ja, zur Mitteansicht des Gebäudes habe ich mir auch ein paar Gedanken gemacht. Da habe ich dann oben, wollte ich jetzt nicht komplett glatt lassen, da wollte ich doch ein Fenster reinbauen, habe ich das Ganze halt gemacht. Ist an sich die gleiche Höhe, wie wir überall die Fenster haben, auf einer 5er Höhe. Hab da drüber noch so eine kleine Fassade gebaut, dann auch noch hier so ein bisschen befestigt mit so Säulen. Das Ganze dann unten mit unserem Vordach. Das kommt dir natürlich ein bisschen bekannt vor aus der Vorderansicht unseres Gebäudes. Also es ist so eine Mini-Kopie davon. Und beim Eingang, auch auf der Vorderseite, habe ich noch so ein paar kleine Laternen vorne reingebaut. Ist beim Original auch. Das habe ich, glaube ich, vergessen beim letzten Bauteil euch das zu sagen. Aber ich denke mal so in der Tour, also es ist jetzt nicht so schwer, dass man das erklären müsste, wie man so eine kleine Lampe da anbaut. Ja, und ja, das war es dann eigentlich auch, was ich an diesem Gebäude verändert habe. Natürlich noch überall die Hecke unten ran. Und ja, das war zum Gebäude. Jetzt kommen wir natürlich einmal zum Garten. Du siehst, ich habe hier hinten, war ich ein bisschen faul, kann ich schon wirklich zugeben, ein bisschen faul. Ich habe jetzt hier einfach nur ein paar Bäume hingesetzt. Ich hatte erst überlegt, machst du noch so ein Pavillon hin und dann doch nicht erst gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, bevor noch zu viel Zeit vergeht, mache ich erstmal ein paar Bäume hin. Kann man vielleicht irgendwann mal im Nachhinein, wenn wir jetzt, sage ich mal, hier noch was hinbauen. Da wollte ich mir auch noch so eine kleine Hausallee noch hier hinbauen, weil es gibt noch so einige Häuser, die hier von den Simpsons gebaut werden müssen. Und da gucken wir mal und dann kann ich ja nebenbei hier auch mal was hinzaubern. Dann können wir mal kurz drauf eingehen, was ich denn hier noch gemacht habe. Aber ansonsten habe ich auf der anderen Seite was gemacht, was natürlich zur Folge gehört. Also jetzt kommt so ein kleiner Spoiler zum Ende der Folge schon, weil wir sind jetzt hier gerade auf der Rückseite, denke ich, dann können wir das Ganze auch ansprechen. Und am Ende der Folge wurde ja das Gebäude, man weiß es ja, zerstört. Und das war ja nichts anderes. Ja, sag mal, wer war daran schuld? Eigentlich kann man sagen, das war schon so, ja gut, kann man sagen, Marge war daran beteiligt, das Gebäude zu zerstören. Und das war halt der Bulldozer, den sie hatte. Und im Nachhinein, wo man natürlich das Gebäude wieder aufgebaut hat, weil natürlich, was da drin abgeht, das möchte man gerne erhalten in unserer Stadt. Und ja, da hat man dann natürlich die Schuttüberreste von unserem Gebäude, sage ich mal, hinten, oder sage ich mal, versucht zu verstecken. Man hebt das ja gerade hier aus im Loch und haut hier alles rein und dann wird das am Ende bestimmt zugemacht und dann sieht man gar nicht mehr, dass hier irgendwas war. Aber an sich haben wir es ja gut wieder aufgebaut, ne? Ja, und das ist jetzt unser Gebäude an sich, unser Maison d'Herrerie, der Name immer, den man nicht so richtig aussprechen kann. Aber ansonsten würde ich sagen, gehen wir da rein und gucken uns das Ganze einmal von innen drin an. Hier vorne siehst du auch, ich habe hier auch solche Lampen gemacht wie auf der Rückseite, ne? Also relativ einfach gehalten. Hauptsache es ist hell. So, dann würde ich sagen, gehen wir hier mal rein. Obwohl, noch eine Sache, die ich euch sagen muss, man kann natürlich Türen auch zusammen hinstellen, dass die Türgriffe nach zur Mitte zeigen. Derzeit ist das Ganze aber in Minecraft nicht, weil sie durch Updates, sage ich mal, das Ganze ein bisschen buggy gemacht haben, dass die Türen mit den Türgriffen immer zu der einen Seite zeigen, also immer nach rechts. Derzeit gehen sie halt nicht beide zur Mitte, wenn man das halt sich so hinstellen möchte. Also es ist derzeit immer nach rechts die Türgriffe. Ich hoffe, das werden sie immer mal wegpatchen, weil so einen kleinen optischen Makel, ne, das ist das schon, wenn man das sich so anguckt. Naja, ich hoffe mal, das beheben sie noch. So, dann gehen wir erstmal rein hier. Und ja, du siehst hier innen drin gleich die Eingangshalle, wie man so ein bisschen aus der Folge entnehmen kann. Ich glaube, ich saß da echt lange dran und habe mir gegrübelt, wie ich das Ganze hier so umsetze. Weil wenn man sich die Folge mal angeguckt hat, wie es ist mit der Treppe und mit dem Vorhängen und da hinten mit der Tür, das war immer ein bisschen anders von Bild zu Bild. Und da musste man gucken, wie man sich das Ganze ein bisschen reinmacht. Auch mit der Decke, bis man gesehen hat, so wie sind die Decken hier aufgebaut und so, habe ich ein bisschen geguckt. Und am Ende kam halt das hier raus. Ja, zum Flur erstmal gesagt, man weiß, wer saß da immer. Natürlich Bart saß da, hat Bay natürlich hier hingeschickt, ne, und sagte, ja, du empfängst die Gäste, schmeißt raus, wer hier nicht reingehören sollte oder wer nicht zahlen möchte, ne, für den Eintritt. Und ja, hat er hier alle empfangen. Vorab, du wirst jetzt in dieser Folge vielleicht einige Gesichter wiedererkennen von unserem Simpsons-Verein. Sei nicht schockiert, wer alles in solche Geschäfte reingeht in unserer Stadt, aber naja, du wirst schon sehen, wer hier dabei war. Zum Anfang kann man sagen, der erste, den man so überhaupt sah in der Folge, der hier reinkam, war natürlich Abe Simpson, also der Großvater von Bart, der natürlich gleich, als er Bart gesehen hat, gleich wieder zur Tür raus ist, aber auf kurzer Zeit wieder reinkam und sich das hier einfach nicht entgehen lassen konnte. Dann kam noch einer rein, ich glaube, den kennt ihr alle, und zwar Skinner, und ihr hättet so auch nicht gedacht, ja,
aber er trägt eine Krawatte. Ja, ich hätte es auch nicht gedacht. Aber na gut, er ging natürlich auch hier rein. Ja, so ein paar kleine Geschichten, die hier, sag ich mal, im Flur auch schon abgelaufen ist. Auch Homer kam hierher. Nicht aus dem Grund, wo ihr denkt, aber naja, das war was anderes. Aber Homer wusste nicht genau, was das für ein Laden ist an sich und hat sich erstmal natürlich hier die Bilder angeguckt. Da hingen, sag ich mal, Fotos von berühmten Künstlern und so. Ich habe das Ganze jetzt hier einfach mal mit unseren berühmten Künstlern in Minecraft mal ein bisschen dekoriert. Ne, ihr kennt ihn alle, den Creeper, ne? Der alleine hier ohne Mrs. Creeper ist ja schon ein bisschen merkwürdig, aber naja. Dann hat sich natürlich hier bei Homer auch der eine Vorhang geöffnet. Und dann ging er hier rein. Hier ist natürlich, sag ich mal, unser Hauptraum unseres Hauses. Hier sind die ganzen Gäste halt zur Unterhaltung da. Können man sich hier hinsetzen, ne, die Show genießen, wenn die Damen dann natürlich das Tanzbein schwingen und an der Bar sich natürlich auch einen Drink gönnen, wenn man, sag ich mal, hier noch ein bisschen entspannen möchte. Ja. Ich habe hier das Ganze auch mit Fenstern gemacht, auch in der Folge waren Fenster zu sehen, jetzt ist aber ein bisschen was nicht so, wie es halt ist, sondern ich habe jetzt nur jetzt bei der Basen ein paar Fenster, das ist auch wirklich so wie in der Folge, aber auf der anderen Seite nicht. Auf der anderen Seite habe ich jetzt Fenster hingemacht, weil ich, sage ich mal, vom Raum her, das ist hier ein bisschen sehr lang und da hätte, na gut, hätte man einen Anbau machen können und alles, aber da war, sage ich mal, noch die Umkleidekabine unserer Tänzerin auf der Seite. Sag ich mal, wo Bart auch, sag ich mal, große Augen gemacht hat, als er das Ganze sah. Ich habe das Ganze jetzt hier nicht gemacht, weil ich das jetzt doch nicht so fand. Aber, naja, ich finde jetzt in Minecraft kann man die Skins einfach so wechseln. Das ist jetzt auch nicht so schlimm, finde ich. Und von daher geht das eigentlich, ist der Raum auch ein bisschen heller, ne? Wenn man, sag ich mal, jetzt nicht unbedingt viele Lichtquellen sich reinsetzt, geht das Ganze mit den Fenstern. Ja, ich habe, wie gesagt, auch Vorhänge von den Fenstern jeweils immer hingemacht, weil ich denke mal, in so einem Lokal, da möchte man natürlich nicht offene Fenster haben, dass man die natürlich auch zumachen kann. Und bei den Fenstern kann man natürlich auch verschiedene Designs machen mit den Vorhängen, ne? Das ist ja einfach so ganz normal oder so, dass sie zur Hälfte zugehangen worden sind. Da kann man sich natürlich das Ganze gestalten, wie man immer gerne möchte. Ja, bei der Bühne kommt man natürlich auch logisch rauf. Hier sind ein paar kleine Scheinwerfer in den Boden gebaut. Hier die Knöpfe sollen auch so ein paar kleine Glühlampen darstellen. Und man kann dann hier an der Seite einfach die Tür aufmachen und geht dann hier so an sich auf die Bühne rauf und kann natürlich auch, wer möchte, das Tanzbein schwingen. Ja. Ich weiß gar nicht, habe ich schon gezeigt, dass wir hier hinter der Bar auch so eine kleine Zapfanlage haben. Das kann man immer gerne mit Zauntor darstellen. So ein paar Zapfhähne. Da auch so ein kleiner Schrank, wo die ganzen Getränke drinstehen, ne, die ein bisschen kostbar sind. Und ja, unser Showraum, kann man sagen. Super, so, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Hier hinten, wenn du schon gespannt bist, was hinter dieser Tür ist, kommt man in den Garten rein. Da waren wir ja, ne? Ich habe ja auch mit Druckplatten ein bisschen gearbeitet. Das heißt, ich bin ja immer leid, manchmal die Türen wieder zuzumachen, wenn man rausgeht. Von daher kann man hier auch immer gut eine Druckplatte platzieren. Und dann gehen sie auch von alleine zu. Ja, bevor wir jetzt hochgehen, gehen wir erstmal hier rein in den Raum. Und ich glaube, jeder kennt den Raum hier. Das war ja, als Marge Bell aufgefordert hat, das Lokal zu schließen, ne? Erstmal hier ein bisschen halt eine auf Marge gemacht hat, ne? Ein bisschen rumgenörkelt hat, ne? Hier mit diesem Lokal, was das hier soll. Und naja, ihr kennt halt Marge. Ja, und dann haben sie sich hier hingesetzt und ein bisschen gequatscht. Ich habe versucht, so das Ganze so gut es geht so ein bisschen nachzudesignen. Natürlich kann man jetzt solche Möbel in Minecraft nicht so ganz darstellen. Solche goldenen Möbel mit rotem Bezug. Aber ich dachte mal einfach, mache ich mal hier so ein bisschen. Sieht natürlich ein bisschen dick aus, finde ich immer mit Blöcken, die das Ganze so machen. Aber mit Treppen hatte ich jetzt nicht Lust, solche Möbel zu bauen, da ich jetzt, sage ich mal, von der Farbe her das nicht so toll fand. Ja, ansonsten hier so ein bisschen so den Raum gestaltet, da kann man jetzt nicht so viel zu sagen, ja, egal, ne, ein bisschen Grünzeug kann man sich hier platzieren. Die Decke finde ich eigentlich relativ schön, mit diesem Akazienholz und den Stein hier, Prismarin, ich weiß jetzt nicht genau die Bezeichnung, kann man sich das Ganze hier ein bisschen dekorieren. Natürlich auch wieder mit den neuen Falltüren gearbeitet, sich die Lampen hier damit zu machen. Und ja, ansonsten kommen wir hier hinten hin. Das ist jetzt so eine Eigenkreation von mir. Das wurde nicht in der Folge gezeigt. Ich dachte mir einfach mal, in so einem Lokal haben die Frauen jetzt, sage ich mal, natürlich keine Umkleidekabine hinten im Showraum. Habe ich das Ganze gedacht, ja gut, machst du hier, dass die Frauen sich denn hier umziehen können, ihre Kostüme sich raussuchen können. Hier steht noch ein Rüstungsständer mit einem Dreisatz, könnte ja auch ein Kostüm oder sowas sein, ne? Hier so ein Garderobenhalter noch, wo man dann, sag ich mal, hier auch seine Jacken oder sonstige Sachen aufhängen kann. Und dann gibt es hier noch so einen kleinen Pausenraum. Man kennt es, Pausenraum muss ja immer eine Uhr sein, ne, damit man auch gucken kann, dass man die Pausen einhält. Und ja, so eine kleine Küche halt, wo man, sag ich mal, sich hier auch ausruhen kann nach seiner Show. Jo, so, dann sind wir hiermit auch wieder durch und können jetzt einfach mal hier wieder zurückgehen in den Flur. Dann können wir uns gleich aufmachen nach oben.
Habe ich dir eigentlich schon gezeigt, dass hier im Flur ja auch noch so ein kleiner Garderobenständer ist? Da hatte ich auch mal irgendwie, weiß ich nicht, ich habe halt gesehen in der Folge, dass da auch einer stand und dann habe ich gegoogelt, wie kann man in Minecraft außer nur mit Stolperdraht einen Garderobenständer machen? Und da dachte ich mir einfach, mit Zauntor sieht doch auch eigentlich relativ cool aus. Ja, so, dann würde ich sagen, gehen wir mal nach oben und gucken mal, was uns oben erwartet. Hier oben ist alles selbst ausgedacht, ja? Also hier ist jetzt wirklich nichts aus einer Folge, das habe ich mir selber ausgedacht, da haben sie nichts gezeigt, weil ist halt, ne, muss ja auch jugendfrei bleiben. Von daher haben sie die Simpsons jetzt das nicht so ganz, sind nicht so ins Detail gegangen, was oben passiert. Ja, aber gut. So, das ist jetzt so meine kleine Idee, was ich hier gemacht habe. Hier oben dann dieser große Raum. Man muss ja natürlich sich überlegen, wie man natürlich diese riesigen Fenster ein bisschen verkleidet innen drin. Und dann dachte ich mir, machst du hier so einen riesigen Raum, so ein Gewölbe. Das Ganze hier mit so einer Holzdecke ein bisschen verkleidet. Das Ganze ein bisschen dekorativ noch gemacht. Hier mit Blumenkästen und einer Absperrung, damit man hier auch nicht runterfällt, ne? Ja, so kleine Details, ne? So eine Couch kann man natürlich hier sich hin platzieren. Dann war es das eigentlich auch. Natürlich noch so ein paar schöne Lampen, ne? Mit den neuen Falltüren passt das Ganze. Ja, dann gehen wir hier erstmal den ersten Teil unseres oberen Stockwerks rein. Und hier oben sind an sich eigentlich nur Schlafzimmer. Und ich werde das Ganze jetzt nicht so erzählen, was man hier macht, aber ihr wisst es bestimmt. Ja, hier so ein paar einfach gehaltene Schlafzimmer mit ein paar wunderschönen Kerzen, ne? Und natürlich die Vorhänge kann man sich hier zuziehen. Ich glaube, hier wurden sie gerade wieder aufgemacht oder wollte einer aufmachen oder zumachen, man weiß es nicht. Naja, gut, halt so ein Schlafzimmer. Gut, kommen wir dann zum nächsten Schlafzimmer. Also wie gesagt, man kann die sich natürlich so ein bisschen schlicht halten, ne, sag ich mal so, halt, wie man das sich gerne halt machen möchte, auch immer unterschiedlich. Du siehst, ich habe ja auch immer mit Tapeten gearbeitet, also das Haus bietet echt genügend Platz, damit du jedes Zimmer auch anders gestalten kannst von den Tapeten her. Also eigentlich kriegst du hier genug rein in das Haus. Ja, dann sind wir hiermit auch durch und gehen dann mal zur anderen Seite. Da wird das Ganze ein bisschen teurer. Hier haben wir unseren ersten Special-Raum, kann man sagen. Da gehen wir mal rein. Das ist so ein bisschen im Kerker. Wer es ein bisschen härter mag, der ist hier natürlich herzlich willkommen. Auf der neuen Minecraft-Version haben wir auch Käfige. Finde ich auch cool. Kann man sich ein bisschen platzieren. Natürlich, hier sind auch ein paar Masken. Gibt es weiße Masken und eine schwarze Maske. Natürlich auch hier so ein paar Rüstungsständer. Wer weiß, was man damit macht. Und natürlich noch eine Schaukel. Ja, so solche Themen habe ich in Minecraft noch nie gebaut, also ja, ich weiß auch gar nicht, ob man sowas in Minecraft überhaupt bauen sollte, aber okay, also so für die, die es härter mögen. Okay, so, kommen wir jetzt zum nächsten Raum und das ist jetzt unser teuerster Raum, den wir hier haben und da gehen wir einfach mal rein und ja, hier haben wir auch nochmal einen separaten Flur, kann man seine Sachen aufhängen, ein Quetschchen halten, also bevor es hier, ne, ihr wisst. Ja, da gibt es hier auch noch extra, ich glaube, das ist das einzige Badezimmer im ganzen Haus. Noch so ein Badezimmer, ich weiß nicht, wer es eingerichtet hat, aber gelbe Handtücher in einen gelben Raum, ich glaube, das ist nicht so gut, aber egal. Wir wollen hier jetzt hier kein komisch angucken, wer das Ganze eingerichtet hat. Ja, aber ich glaube, das ist auch das einzige Bad halt. Also wenn einer auf Toilette muss, muss er immer das teuerste Zimmer sich hier kaufen. Also irgendwie clever ist das ja auch schon gemacht. Und ja, ich finde natürlich auch cool halt, dass man Wasser an Treppen anpassen kann. Also kann man jetzt richtige Badewannen in Minecraft reinbauen. Die Toiletten, die sind immer noch so wie damals. Und natürlich hier noch so ein Waschbecken. Ja, einfach so ein Badezimmer. Gut, dann gehen wir jetzt natürlich hier in den Hauptraum unseres Schlafzimmers. Ja, eine schöne große Bettanlage, ne, kann man sich hier austoben. hier noch so ein Schminkspiegel für die Damen und ja, einfach Kommoden oder sonstige Sachen. Noch ein bisschen Grünzeug, ne, hier noch so ein Fenster. In der Folge sah man auch, wer dieses Zimmer gemietet hat. Und zwar, ihr wisst es, zwar war es der Vater von unserem Reverend, ne? Wer hätte es sonst gedacht, wer sich natürlich hier so ein teures Zimmer leistet. Oh, guck mal, hier ist sogar eine Soundanlage. Also wer möchte, kann sich hier natürlich auch Musik anmachen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, warte mal. Ausmachen, aufmachen. Ach, Gott sei Dank. Ja, so eine kleine Musikanlage kann man sich natürlich auch reinbauen. Und ja, aber ich sag mal, in dieses Lokal sind echt sehr viele Leute reingegangen. Also nur so ein paar Bilder zeige ich euch jetzt, damit ihr nicht zu doll schockiert seid, wie viele Springfeeder eigentlich in dieses Gebäude reingegangen sind. Und am Anfang, wo er, sag ich mal, rauskam, was das für ein Gebäude war, wollte erst nicht jeder sagen, dass er da hingeht. Und auf einmal, huch, der geht da hin und der geht da hin. Uiuiuiui. Also eigentlich die ganze Stadt wusste von dem Gebäude, aber naja. So, dann sind wir eigentlich hiermit fertig. Ich hoffe, dir gefällt das ganze Gebäude. Und gucken wir mal, was wir als nächstes bauen. Ich glaube, es wurde vorgeschlagen, ein Restaurant. Welches das ist, sage ich noch nicht. Das gucken wir dann einfach mal, ja, wenn wir dann hier weiterbauen.
Und dann sind wir hiermit fertig. Gut, den ersten Part von dem Gebäude findest du, wie gesagt, in der Videobeschreibung, ne, falls du das Ganze dir gerne bauen möchtest. Und ansonsten sind wir hiermit durch. Ich würde sagen, stellen wir uns vorne Safety hin. Und ja, dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Guti. So, dann würde ich sagen, wenn ich Safety stehe, dann war es das Ganze hier. Wir sehen uns in einer anderen Folge wieder. Also haust rein und tschüss.